Hydrated Amazon. Es ist Sommerzeit und Sommerzeit ist bekanntlich Badehaubenzeit. Und nach genau so einer haben Maxi und ich neulich gesucht. Gefunden haben wir dann aber was ganz anderes. Das hier, meine Damen und Herren, ist eine Duschkappe für Kinder, damit die kleinen Scheißer kein Shampoo in die Augen bekommen. Könnte man zumindest meinen. Die Firma Malum nennt das Ding aber nicht Duschkappe, sondern, und jetzt haltet euch fest, ein Stück sichere Shampoo, Dusche, Badebart, Schützenweiche, Mütze, Hut für Baby, Kind, Kind. Oh ja, ein Stück sichere Shampoo, Dusche, Badebart, Schützenweiche, Mütze, Hut für Baby, Kind, Kind. Kenn ich ja sonst nur aus der Tankstelle, wenn ich mir ein Stück verschlossenes Flaschemund, Schluckeschluck, Saufen, weiche Birne, Torpedo für Heider, Suff, Suff bestelle. Doch damit natürlich nicht genug, die Artikelbeschreibung klärt weiter auf. Einstellbare Barthut für Kinder und Kinder und etc. Und hätten die mir jetzt noch erzählt, dass der nicht nur für Kinder und Kinder, sondern auch für Kinder geeignet ist, wäre das der Knaller gewesen. Drauf geschissen, schließlich besteht das Ding aus weichem EVA-Material und neue Verbesserung Gerstenkorn? Moment, also wenn ich mir das Ding aufsetze, kriege ich einen Gerstenkorn. Also eine meist eitrige Entzündung der Drüsen der Augenlider in Form eines Abszesses mit Durchbruch nach innen und außen, von mir gerne mal scherzhaft Erbsenauge genannt? Okay, und was kommt dann als nächstes? Der Fußpilzfernseher, das Hämorrhoiden-Headset oder das Herpeshöschen? Okay, das hat schon alles seinen Sinn, verspricht Malum. Es schützt ihr Baby oder Kleinkind. Augen aus Shampoo? Und Wasser? Was geht mit euch ab und welche Kinder laufen bei euch rum, wo auch immer ihr herkommen mögt, aus dem siebten Kreis der Hölle vielleicht? Ah, Moment. Um das zu verhindern. Ja, das klingt doch gut. Shampoo und Wasser Gesicht und Augen des Babys berührt. Ja. Und gießen sie in Ohr. What the fuck? Ich kann doch meinem Baby kein Wasser und Shampoo ins Ohr schütten. Was ist denn los bei euch? Warum? Das Kind wird doch stocknarrisch, Herrschaftszeiten. Und ist dann auch kein Wunder, dass der China-Bub auf dem Foto blicktechnisch schon mit dem Leben abgeschlossen hat. Der weiß halt, was ihm blüht. Vielleicht kriegt er auch nichts mehr mit, weil er die Ohren voller fucking Shampoo hat. Aber okay, vielleicht handelt es sich auch nur um Versehen. Ich bestell mir jetzt so ein Teil. Welche Farben gibt's denn? Blau? Ja. Gelb? Auch nicht schlecht. Rosa? Für Mädels wirklich nett. Schwarz? Also, was? Weiß? Ja, Milex da am Arsch. Okay, einmal die Blondine mit den dicken Dutten in S und Weiß 2 bitte. Dann kannst du mir so viel Shampoo ins Gesicht schütten, bis ich speien muss. Ist mir dann auch scheißegal. Habt ihr ähnlich dumme Dinge im Internet gefunden? Schickt sie mir per Mail, schreibt sie mir in die Kommentare auf Facebook, wo auch immer. Oder ihr schaut euch einfach Heider Hated an. Das ist ungefähr genauso dumm.